Herzlich willkommen bei Feuerwehr Willi. Das bin ich. Die Maske ist schon tätig. Eieieiei. Und dann werden wir hier gleich die Einsatzübung sehen von der Feuerwehr. Der arme Kollege. Ich hoffe, da hat schon einer einen Anruf abgesetzt, einen Notruf. Sonst wird das nämlich ein bisschen eng langsam. Sehr gut. Okay, wie ihr vielleicht gemerkt habt, der Willi ist nicht dabei. Aber der ist auch voll im Stress auf der Messe. Deswegen hat er gesagt, ich soll das mal machen. Wir wollen heute mal ein bisschen gucken, wie das bei der Berufsfeuerwehr aussieht, wenn da wirklich mal was scharf geht. Also wir werden gleich eine Live-Einsatzübung sehen mit Live-Alarmierung, Feuerwehr, dann kommt der Rettungsdienst dazu. Und dann wollen wir mal schauen, wie die Kollegen das hier machen. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste, in wenigen Minuten um 16.15 Uhr begrüßen wir Sie hier noch einmal zur letzten Übung für den heutigen Tag. Okay, die Vorbereitungen laufen. Wir hören, wir haben noch 10 Minuten. D2. Ich denke, wir sind auf jeden Fall auf einer guten Position und werden das gleich mal alles dokumentieren. Auf der Feuerwehrseite gemeinsam miteinander arbeitet und agiert bei der Rettung von Personen aus Notlagen, bei der Rettung von Personen, die einen medizinischen Notfall erlitten haben. Und in diesem Zusammenhang stellen wir Ihnen hier unseren Simbody vor. Das ist eine Übungspuppe, eine Simulationspuppe, die wir einsetzen, um unsere Einsatzkräfte und natürlich vor allem unsere Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter auszubilden, adäquat auf die Praxis, auf den Einsatzalltag vorzubereiten. Diese Puppe ist ein Meilenstein in der Simulationstrainingstechnik, in der Simulation von Notfällen. Es ist mittlerweile schon die Technologie so weit vorgeschritten, dass wir selbst eingefleischte Profis haben, die beim Anblick von Szenarien mit dem Simbody ins Schwitzen kommen und damit also wir einen Stresslevel erzeugen können, der bislang so nicht möglich war. Bei uns bei der Feuerwehr Dresden wird Feuerwehr und Rettungsdienst gemeinsam gelebt. Also Feuerwehr ist gleich Rettungsdienst. Das bedeutet, wir sind 24 Stunden lang im Dienst, jeden Tag. Und diese 24 Stunden teilen sich auf in jeweils 12 Stunden. Den einen Teil der 12 Stunden verbringen die Kollegen auf dem Rettungswagen in der roten Uniform und die anderen 12 Stunden verbringen sie in der blauen Uniform auf dem Löschzug. Und durch diese Konstellation haben wir also eine Symbiose und aus dieser Symbiose ergibt sich der absolute optimale Versorgungsfall für den Patienten. Denn wenn die Feuerwehr zuerst an der Einsatzstelle ist, wissen die Kollegen sofort, was zu tun ist. Und wenn der Rettungsdienst zuerst an der Einsatzstelle ist, wissen die ganz genau, es kommt die Feuerwehr noch. Und die müssen nicht großartig miteinander reden. Jeder weiß ganz genau, welche Handgriffe sitzen müssen, was zu tun ist, in welcher Geschwindigkeit, in welcher Art und Weise. Und was ebenfalls ein praktischer Vorteil ist, die kennen ihre Technik. Die kennen das Equipment, mit dem sie arbeiten. Die kennen die Fahrzeuge, mit denen sie arbeiten. Und damit haben wir also überhaupt keinen Zeitverlust, sondern im Gegenteil, es ist ein Gewinn für jeden Patienten, der in Not geraten ist, wenn die Feuerwehr und der Rettungsdienst der Feuerwehr an der Einsatzstelle eintreffen. Ja, also es ist zum Szenario gekommen. Wir brauchen jetzt natürlich denjenigen, der hier die Meldung dann macht, Pierre. Es ist also ein Arbeitsunfall. Der Patient ist gestürzt. Wir haben das übliche Equipment, was ja auf einer Baustelle ist. Und ich sehe schon, hier fließt Blut im Ström. Ja, also hier ist dringend und schnellstmöglich Hilfe notwendig. Komm, was ist los? Er ist schon tot. Eins, eins, zwei. Ja, sicher. Ja, Edgar, mein Name, schönen guten Tag. Ich bin hier auf der Enderstraße in Dresden-Seidlitz. Wir haben hier einen Arbeitsunfall auf der Baustelle. Mein Kollege, der ist die Treppe runtergefallen und das blutet überall. Okay, Enderstraße, welche Hausnummer ist das? Das ist die Enderstraße 1 in Dresden-Seidlitz. Es handelt sich um einen Patienten, ist der mal ansprechbar? Naja, der hat zwar Schmerzen, der atmet noch, aber so richtig viel los ist nicht mehr mit ihm. Aber also adäquat ist er nicht. Ich schicke ihn jetzt zum Rettungsdienst und die Feuerwehr hin, bleibt im Telefon.
Ja, mache ich. Also er hat irgendwie so ein Metallstück im Arm drin stecken, ne? Das, das blutet das ganz stark raus. Hallo? So, wir haben jetzt gehört, es geht los. So, also wir haben gesehen, ja, der Monddruck ist ausgegangen und zeitgleich kommt die Alarmierung. Es flogen aus 8 bis 83 bis 1. Messe. Es geht nach Dresden-Tolkewitz in der Straße 1. Das, was Sie jetzt hören, das ist die Wachdurchsage bei der Berufsfeuerwehr. Wenn also die Kollegen alarmiert werden, geht das Licht an, es erfolgt eine Alarmdurchsage, dann gehen die Kollegen so schnell wie möglich zu den Einsatzfahrzeugen, sie empfangen eine Depesche, dort steht noch bei der Notfallo drauf. Darüber hinaus haben wir nochmal einen Kartenausschnitt, dass man sich grob erstmal orientieren kann, wo der Einsatzort ist. Dann steigen die Kolleginnen und Kollegen die Fahrzeuge ein, drücken den Status 3, um der Leitstelle zu übermitteln, dass sie den Einsatzauftrag verstanden haben und losfahren. Das Navigationsgerät hatte ich ja vorhin schon mal erwähnt, das ist schon fertig programmiert. Nur noch Blaulicht an, Martinshorn, den Gang rein und dann geht's ab zur Einsatzstelle. Das Blaulicht ist eingeschaltet, die Kollegen sind unterwegs, machen sich jetzt also auf den Weg und werden also jetzt hier an der Einsatzstelle eintreffen. Sie sitzen aus den Fahrzeugen ab, die Kollegen der Feuerwehr kommen aus der Einrichtung, der Rettungswagen kommt aus der Rettungswache direkt hierher und jetzt wird sozusagen Ich habe den jetzt gefunden. Der Hand lässt sich von Ihnen zeigen, was tatsächlich passiert ist. Und nun nehmen die Dinge ihren Lauf. Mike, der Rettungsdienst kommt gleich hinterher. Was haben die da alles mit? Ja, wir haben alle Geräte dabei, um kritische Patienten erstmal vor Ort, also auch an der Unfallstelle selber und nicht vor dem Abwehrweg zu versorgen. Wir haben ein Beatmungsgerät dabei, wir haben ein sehr umfangreiches EKG dabei, wir haben eine ganze Menge Medikamente da und können sofort an jene kritischen Patienten zu stabilisieren. Ja. Also meine Damen und Herren, Sie sehen ja hier, die Feuerwehr ist ja unterstützt, auf jeden Fall mit dabei. Hier, die Ablösung ging ja jetzt relativ fließend. Ja, muss man so sagen, die Feuerwehr kam zuerst dann, hat sondiert, hat gesehen, alles da, wir mussten relativ Rettungsdienst mithandeln. Was hat die Feuerwehr gemacht? Die hat erstmal die Gefahr gesanigt. So ganz nebenbei im Reingehen wurde der Strom abgestellt, das Gerät, mit dem der Bauarbeiter gearbeitet hat, wurde zur Seite gelegt, die Leiter aus dem Bereich raus, so dass jetzt erstmal die Kräfte alle wunderbar arbeiten können. Sie können jetzt ohne Probleme an den Patienten ran. Ja, und was man sehr schön sieht, der Kollege in dem dunkelblauen T-Shirt hier, der jetzt das Stethoskop um Hals hat, das ist der verantwortliche Notfallsanitäter. Er hat sofort die Führung dieses Einsatzes übernommen, weil er jetzt hier die höchste medizinische Ausbildung hat, Mike, richtig? Ja, der hat momentan die höchste medizinische Ausbildung, weil der Notarzt, der meistens gleich mit informiert und alarmiert wird, ist nicht immer gleich zur Stelle, der kann im anderen Gebiet sein, der kann später kommen oder schlicht und einfach sind alle 5 Notärzte, die wir in Dresden haben, im Einsatz. Und da kann der Notfallsanitäter sofort übernehmen und so lange den Einsatz hätten, bis der Notarzt dann tot ist, beziehungsweise aber auch schon in die Klinik fahren, wenn der Notarzt direkt dann startet. Okay, also ist es mit jetzt mit dem Notfallsanitäter nicht mehr zwingend notwendig, dass der Notarzt immer noch an die Einsatzstelle kommen muss, wenn es dringend erforderlich ist, dass der Patient schnellstens in die Klinik muss. Ja, das ist so eine Neuerung und wir haben also die ganze Menge an Sachen, die wir jetzt machen. Unter anderem hat der Kollege gleich erkannt, dass es mit der Ordnung schlecht ist, weil er hat eine Fehlungsverletzung. Es gab jetzt eine Entlastungsfunktion, das konnte man schön sehen. Die wird dort gerade durchgeführt, das heißt, die Luft ist wieder Ventilwirkung, der Brustkorb wird immer enger, die Atmung wird immer mehr behindert, der Patient ist so kritisch, dass er innerhalb von Minuten verstirbt. Diese Entlastungsfunktion ist durchgeführt worden und mit sogenannten Tourniquet wurde der Arm jetzt abgebunden, weil die Starkblutgerüse genauso in Gefahr ist, denn der Transportträger des Sauerstoffs ist das Blut, wenn der weg ist, dann verstirbt der Patient. Ja, Pierre, die Feuerwehr ist ja noch fort und so wie es aussieht, der Arm, der ist ja auf diesem Bewährungseisen drauf. Was haben wir für Möglichkeiten, den Patienten mal runterzubekommen? Also normal müsste man die ganze Armierung mitnehmen, das können wir nicht, also müssen wir versuchen, den Arm davon zu entfernen. Wir haben mit mehreren Möglichkeiten, man könnte es absägen, das wäre eine Sache. Wir werden sicherlich, so wie ich sehe, liegt eine schöne orange Kiste. Das ist ein Pedalschneider, der eigentlich für die technische Hilfe verwendet wird, ein PKW, wo man die Pedale wegschneiden kann, wenn der Fußraum noch vergrößert werden muss. Aber dieses Gerät haben wir schon oft für solche Sachen benutzt.
quasi zweckentfremdet, aber wir nutzen ja die Mittel. Wir sagen, das hat schon mal funktioniert, dann nimmt der Feuerwehrmann das und nimmt und macht was damit. Ja, Mike, wir sehen auch hier der Einheitsführer der Feuerwehr, der bereitet hier gerade eine Infusion vor. Ja, also wenn ich das so sehe, da weiß ganz genau, was er hier tut. Das ist ja schon fast ein vollautomatischer Prozess. Das ist einer der großen Vorteile, wenn man nicht nur Feuerwehrmann ist, sondern auch Notfallsanitäter. Ja, und die Kollegen sind heute früh gemeinsam aus dem Wache 5 gekommen, haben den Dienst angetreten. Und jetzt haben wir 16.23 Uhr, 18 Uhr tauschen die dann. Das heißt, der Einheitsführer vom RPW ist dann Gruppenführer auf dem LF und umgedreht. Und das bedeutet, jeder weiß, was er machen muss. Wir gehen nach dem ABCD-Schema vor. Das, was am kritischsten ist, wird zuerst behandelt. Das weiß ja jeder. Deshalb weiß man auch, welche Priorität als nächstes angezeigt wird. Wenn das mal nicht der Fall ist, praktizieren wir die 10 für 10, das bedeutet 10 Sekunden für die nächsten 10 Minuten. Da wird noch, das hat der Kollege gerade gemacht, nochmal alles durchgegangen, haben wir alles da, damit wir auch effektiv arbeiten können. Es wäre dann blöd, dass man Maßnahmen anweist und dann ist das Gerät gar nicht da. Das Problem ist ja bei der Feuerwehr genau dasselbe. Wir brauchen erst alles vor und dann effektiv, um eingreifen zu können. Also genau. Ja, wenn ich dieses große Gerät da jetzt sehe, diesen Bedarfsschneider, muss man das unbedingt mit der Hand machen oder kann man da auch eine richtige Kompressor oder eine Pumpe anschließen? In dem Fall ist es ein handbetriebenes Gerät, was wir quasi in eine Einsatzstelle hineintragen. Wir haben natürlich auch Technik, wo wir mit Hydraulik, schwerem Gerät arbeiten können. Aber in dem Fall für diese Sache hat er sich dafür entschieden, das zu nehmen. Funktioniert super, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Bei Einsätzen schon sehr oft verwendet. Wie gesagt, zweckentfremdet, aber ist einfach, da es händisch hingetragen werden kann, sehr schnell und sehr sinnvoll zu nutzen. Ja. Jetzt können wir hier schon sehr gut sehen, dass jetzt also Kompressen bzw. an diesen Arm, an dieses Bewerbungseisen anmodelliert werden, Mike. Wozu wird das jetzt gemacht? Also versuchen jetzt die Blutung zu stoppen. Die Strategie wird es dann sein, den Stahl über dem Arm abzuschneiden. Der Fremdkörper verbleibt in der Wunde, weil auch beim Rausziehen kann es zu mehr Verletzungen führen, es können Nerven, aber auch viel schlimmer noch Blutgefäße verletzt werden. Die Blutung ist dann gar nicht mehr zu kontrollieren. Deshalb bleibt der Fremdkörper drinnen, bis der geröntgt werden kann und wird dann unter fachmännischer chirurgischer Leitung sozusagen entfernt und danach die Wunde ordentlich versorgt. Das machen wir nicht im RWW, sondern wir machen die Stabilisierung und den Transport dann auf dem hohen fachlichen Niveau. Okay, und wenn ich jetzt mal hier so in die Runde reingucke, die Geräte, die stehen hier alle im Kreis, ist das eine willkürliche Anordnung oder gibt es hier einen Code oder ein System dahinter? Auch da machen wir uns natürlich Kopf, wo am besten welches Gerät zu stehen hat, dass jedes Teammitglied natürlich auch am besten an alles rankommt. Das gelingt uns wie immer so, so eine tolle Einsatzstelle wie hier, wo rings vom Platz ist, ist die da. Da muss man also auch manchmal sehen, vorher den Patienten doch ein Stück weiter zu transportieren und dann zu untersuchen und zu behandeln. Und jetzt haben wir eine Besonderheit, die Feuerwehr ist auch noch da, die haben auch noch Geräte dabei. Deshalb wird sie auch sehr eng, deshalb sind wir so viele Leute, das sieht man ja auch da. Und deshalb ist es auch noch so wichtiger, dass alle denselben Ziel folgen und alle nach dem ABCDE-Schema vorgehen, ja, weil man jetzt sehr schön hier demonstrativ sehen kann. Okay. Genau, Raum schön offen lassen, wunderbar. So, jetzt ja, jetzt kommt der große Moment, wo jetzt der Arm schon umfasst wird, der Arm wird ein Stück nach oben gezogen und die Feuerwehr beginnt jetzt mit dem Pedalschneider unter den Arm zu fahren, das Bewerbungseisen in die Schneiden reinzunehmen und der Kollege beginnt jetzt mit der Handpumpe den Ölpunkt aufzubauen und schneidet jetzt diesen Metallstab durch. Ja, auch das Anheben von dem Arm in dem Stahl würde natürlich ohne Schmerzmittel nicht gehen. Wir geben hier so eine Mischung aus Ketanest und Midazolam, so nennt sich das. Das Ketanest ist die kleine Schwester vom LSD, sage ich mal. Auch aus dem Grund ist es gut, dass man keine maschinenbetriebenen Geräte haben, weil Lautstärke und sowas alles, was ich jetzt hier gerade mache, das wäre für Patienten nicht gut. Ja, da wäre dann ein übles Film, deshalb gibt es noch Beruhigungsmedikamente. Rechnen muss man können, denn der Patient kriegt nochmal 67 Kilo und da bekommt 0,125 Milligramm pro Kilo Körpergewicht. Ja, das ist die ganze Menge, was ich zusammenrechnen muss. Unterm Strich muss man immer wieder gucken, reicht es denn, muss ich mehr geben. Der Notarzt hat ein paar Mittel mehr, wenn er da ist. Können wir noch auf die Karte zurückgreifen. Das ist immer ganz wichtig, dass wir dann auch zusammenspielen. Auch der Notarzt kann in das ABCDE-Schema eingreifen und sagen, okay, ihr seid jetzt gerade bei C.
was habt ihr da schon gemacht? Ist unter B alles gemacht? Okay, als nächstes machen wir D und fertig. Okay. Ja, also der Metallstab ist jetzt also abgeschnitten worden, wird jetzt nochmal hier verbunden, dass da nichts weiter passiert. Und hier ist da theoretisch jetzt schon der Job für die Feuerwehr nicht, oder? Ja, normal schon, aber natürlich helfen wir uns gegenseitig. Rettungsdienst sind zu dritt, Feuerwehr in dem Fall zu dritt. Drei Mann würden noch auf dem Fahrzeug sitzen, die noch eingesetzt werden können. Der Patient muss ja noch aus dem Unfallort in den Rettungswagen. Und dort sind wir natürlich immer mit dabei, wo wir sagen, weil wir wollen ja den Patienten schon wie möglich retten. Und viele Hände, schnelles Ende. Wir können das Ganze ordnungsgemäß mit den Hilfsmitteln, die wo Spielzeug dorthin ist, die Trage. Das werden wir gleich sehen. Es wird gleich die Anweisung kommen an die Feuerwehr. Genau, es passiert wirklich aktuell. Der Notfallsanitäter gibt nochmal die Anweisung, was er braucht. Die Jungs laufen los und holen das, was sie brauchen. Ja, Mike, jetzt hat der Notfallsanitäter hier ein Kommando gegeben. Trage, Schaufeltrage, was sind das für Geräte? Was wird da gemacht? Also wir versuchen den Patienten natürlich so schonend wie möglich zu transportieren. Er ist ja von der Leiter gefallen. Das heißt, die Wirbelsäule kann mit betroffen sein. Deshalb wird er die ganze Zeit schon an der Halswirbelsäule stabilisiert. Wir werden das Ganze jetzt in die komplette Immobilisierung bringen. Das heißt, wir haben eine Vakuummatratze, die wird angeflogen, dann wird die Luft ausgezogen und am Ende ist es wie so ein festes Kaffeepaket, kann man sagen. Ja. Da liegt der Patient in einer Superschienung drinnen und dazu hilft uns die Schaufeltrage, um den Patienten aufzuschaufeln, ohne den großartig zu bewegen. Das ist die altbewährte Methode, die gibt es schon mindestens 20 Jahre, aber manche Sachen sind eben so gut, dass man das einfach weitermacht. Ja? Okay. Ja, jetzt wird es hier ganz schön eng. Sie sehen also, wenn man das in einer Wohnung machen müsste, ja, die halt sehr klein ist, dann ist es schon fast gar nicht mehr handelbar. Hier haben wir noch relativ viel Platz. Auf einer Baustelle mag das auch noch gehen, aber dort ist es sich dann meistens ja noch richtig verschmutzt. Große Verunreinigung, die man ja ebenfalls vom Patienten noch weghalten muss, damit das die Kontamination nicht noch schlimmer voranschreitet. Und wenn wir jetzt mal hier gucken, Mike, jetzt habe ich hier gesehen, medizinisches Equipment, hier sind Karte. Kannst du uns was zu den Geräten sagen? Ja, wir können die Geräte sozusagen per Bluetooth miteinander verbinden. Das Patiententeil bleibt direkt beim Patienten und wir haben den Monitor, den können wir auch den Arzt in die Hand drücken, wenn er kommt. Da kann ich sozusagen gleich über die Werte informieren, ohne dass er unterschiedlich jetzt nochmal extra Gerät dran machen muss. Der Notfallsanitäter kann beim Transport immer drauf gucken, er kann sofort reagieren. Er kann den Monitor hochdrehen, das wird mit Eingeräten funktionieren. Das ist hochmodern, aber seit ungefähr 2 Jahren jetzt bei uns. Ja. Und wir versuchen auch in allen anderen Bereichen uns immer gut aufzustellen, auch technisch, weil das den Mitarbeitern immer gut geht bei der Versorgung von schweren Verletzungen. Ja. Also der Patient liegt jetzt schon hier auf der Schaufeltrage. Das geht super schnell. Sie sehen, ein Kollege befindet sich immer am Kopf, fixiert den Kopf und sorgt dafür, dass der Patient auch immer achsengerecht weiter gelagert wird, weil er eben den Gesamtüberblick hat, meint, wenn das richtig ist. Ne? Und jetzt wird also der Patient angehoben und auf diese Vakuummatratze rübergebracht. Genau, was man hier auch sehr schön sehen kann, sind die vielen Wärmedecken. Das ist auch, geht auch an alle freiwillige Feuerwehrleute und an alle ehrenamtlichen Retter oder auch Leute, die dazukommen. Der Wärmeerhalt ist bei einem Polytrauma das wichtigste Problem, was die Patienten haben. Neben dem Blutverlust und allen anderen schweren Verletzungen ist der Wärmeerhalt also ganz kritisch, wenn das nicht beibehalten wird. Schon bei 1 oder 2 Grad Abkühlung der Körpertemperatur sinken die Überlebenschancen auf ein Minimales. Deshalb ist das ganz wichtig, auch die Decke unter den Patienten zu legen und nicht bloß oben drüber. Okay. Ich hätte kurz was zu sagen. Jetzt hat ganz kurz mal die Führung gewechselt. Da hat der Feuerwehrchef nämlich gesagt, was gemacht wird. Aber warum? Mike, warum hat jetzt gerade der Feuerwehrchef hier gesagt, dass... Ja, er ist jetzt zuständig für die Immobilisierung. Der sitzt am Kopf. Ja, der Kopf muss sagen, wenn es losgeht, wenn wir am ersten anfangen und der Kopf bleibt stehen, kann sich jeder vorstellen, was passiert. Deshalb kann man auch schnell mal das Kommando ändern. Und wir sind schon lange auch aus dem Chefarzt-System raus, dass der Chef sagt, was passiert. Wenn ich als Teilnehmer, sage ich mal, dieses Rettungsteams was sehe, was wirklich wichtig ist, was kritisch werden kann, dann kommt das gleich raus. Ja, das geht nach Crisis Resource Management, so nennt sich das. So können wir unsere Ressourcen einfach immer wieder neu binden. Ja, das sieht aus, als wäre er so richtig verpackt wie so eine Uhr, also selber bewegen kann er sich wahrscheinlich überhaupt nicht mehr. Ja, und jetzt ist letztendlich
der Pustenkopf, an dem der Patient so weit immobilisiert und transportfähig ist, vor allem, dass er mit dem Rettungswagen in die Klinik verbracht werden kann, oder? Hört man aus, wenn der Notarzt es noch rechtzeitig schafft, übernimmt er dann den Transport und natürlich auch die Führung. Falls das nicht der Fall ist, wie hier in der Nähe ist das Krankenhaus Mittelstadt, dann ist das Logo einfach besser für den Patienten, der profitiert im Outcome natürlich viel mehr davon, als das noch den Notarzt warten. Ja. Deshalb. Okay, da würde ich jetzt mal bitten, die Besucher, die hier in der Tür stehen, mal bitte bis zum Platz zu machen, die Trage herum. Den gleich wird der Patient zur Trage gebracht, so draufgelegt. Es erfolgen die letzten Sicherungsmaßnahmen. Es wird jetzt nochmal geguckt, dass die Beatmung wahrscheinlich, dass die sich nicht nochmal weiter bewegt. Der Kopf wird nochmal richtig fixiert. Es erfolgt die Abfrage durch den Notfallsanitäter am Kopf. Und es geht ab auf die Krankentrage. Mai, kannst du uns noch kurz in der Krankentrage vielleicht vermitteln? Ja, wir wollen es ja unseren Mitarbeitern noch einfacher machen. Wir haben einfach auch relativ schwere Patienten. Und wir haben also eine vollautomatische hydraulische Trage, die sich von alleine heben und senken lässt, ohne dass ich selbst aktiv sozusagen anheben muss. Die kleinen relativ Das kann manchmal vorkommen, wenn... Ja, meine Damen und Herren, wir hoffen, dass wir Ihnen mit dieser kleinen Einsatzübung mal zeigen konnten, einerseits, wie wir Ausbildung gestalten für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für unsere Auszubildenden und natürlich, wie das Hand-in-Hand-Arbeiten zwischen Feuerwehr Dresden und dem Rettungsdienst bei uns in der Feuerwehr Dresden vonstatten geht. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Sie hier sehen, das sind alles Kolleginnen und Kollegen von den Feuerwachen, das sind Auszubildende aus unterschiedlichen Lehrjahren. Wir danken Ihnen für die Aufmerksamkeit, dass Sie mit uns gemeinsam diese Übung hier sich angeschaut haben. Und wir würden uns freuen, wenn Sie vielleicht morgen nochmal vorbei sind. Ansonsten wünschen wir Ihnen heute noch einen wunderschönen Tag. Bis bald. Ja, Freunde, ich glaube, da brauchte man nicht viel mehr zu sagen. Es wurde alles gesagt, man hat gesehen, das waren Profis. Daumen hoch. Ich glaube, das war richtig top. Danke euch. Wir haben in Dresden bei der Berufsfeuerwehr insgesamt 5 Feuer- und Rettungswachen, die über das Stadtgebiet verteilt sind. In den Außenbereichen haben wir die Stadtteilfeuerwehren, die die Berufsfeuerwehr in der Wahrnehmung des Abwehrbrandschutzes und der technischen Hilfe unterstützen. Und dazu kommen jede Menge weitere Rettungswachen, die einerseits durch die Feuerwehr bzw. durch die Leistungserbringer besetzt werden. Leistungserbringer im Rettungsdienst sind in Dresden zum Beispiel das Deutsche Rote Kreuz, das ist der Malteser Hilfsdienst und auch die Firma Gard nimmt in Dresden Tätigkeit im Rettungsdienst wahr, indem sie beispielsweise auf der Feuerwehr Altstadt in der Innenstadt den Intensivtransport-Rettungswagen besetzen. Ja, Sie sehen also, in der Stadt Dresden ist der Rettungsdienst sehr breit aufgestellt und dazu kommt, dass wir in der Bundesrepublik im Vergleich einer der technisch am besten ausgestatteten Rettungsdienstbereiche sind. Das Equipment, was wir verwenden, ist hochmodern. Wir verwenden innovative Technologien. Beispielsweise wird bei einer Alarmierung das Navigationsgerät in unseren Einsatzfahrzeugen automatisch mit der Adresse des Notfallortes programmiert. Das erfolgt durch unsere Leitstelle. Und um Ihnen das mal zu demonstrieren, haben wir hier bei uns am Stand auch uns einen Arbeitsplatz der integrierten Rettungsleitstelle aufgebaut. Sie können hier live sehen, wie man einen Notruf abfragt und vor allem, wie es geht dann weiter. Ja, was passiert also, wenn man aufgelegt hat? Es wird also gezeigt, wie die
simuliert, wie eine Alarmierung stattfindet. Und im Rahmen unserer Einsatzübung, die wir uns jetzt hier gemeinsam ansehen werden, werden wir das auch live vortragen. Sie werden also mitbekommen, wie so eine Alarmierung auf der Feuerwache stattfindet, wie der Funkmeldeempfänger ausgelöst wird und natürlich zu Beginn, wie ein Notruf abgefragt wird.